Ja, das war's eigentlich. Der trägt halt eine Plate Mail. Die ist definiert unter Uniforms. Das heißt, hier steht jetzt Plate Mail. Zur Plate Mail gehört ein Helmet, ein Breastplate, ein Pauldron, Brief, Gauntlet, Boot, Shield. Und in der rechten Hand können die alles tragen. Irgendeine Art von Waffe halt. So. Das heißt für uns in diesem Fall, dass das die Leute halt tragen werden. Man kann halt noch andere Helme zum Beispiel auswählen. Er kann irgendeine Art von Helm tragen. Er kann ein Lederhelm tragen oder ein Skull Helmet. Ja, ein Schädelhelm. Klingt das nicht gut? Der Pauldron, das ist, da kann man nichts anderes tragen außer Pauldron und Leather Bracer. Das sind ja im Endeffekt die Armschützer, ne? Grief ist halt Beinschützer. Achso, hier die Breastplate habe ich ausgelassen. Da können wir noch ein Bone Shirt tragen. Das war's dann aber auch mit Bones. Ansonsten können wir nur Breast und Leather tragen. So, dann werden wir jetzt zugucken und hoffentlich, wird der sich jetzt dann gleich mal ausrüsten. Ist das der da gewesen? Rennt der da runter? Nein. Welchen haben wir jetzt zugewiesen? Moment, wie hieß der vom Namen her? Da gucke ich nochmal. Nop. Nap. 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 Gucken wir unter Population. Nap ist der hier. Move to. Aha, der schläft gerade. Super. Ja, also das ist das Katastrophalste, was euch so passieren kann, dass der schläft während des Angriffs. Ja, macht richtig Spaß. Ich habe ehrlich gesagt noch nie die Alarmglocken ausprobiert. Vielleicht helfen die einem an der Stelle. Müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Es gibt ein paar Sachen, die ich selber noch nicht gemacht habe. Aber ich hoffe, die erfahren wir dann hier, ohne dass uns die Gegner komplett einprügeln. Aber hey, auch das würde zu einem Let's Player irgendwie dazugehören, nicht wahr? So. Außer wenn ich dann nochmal das Let's Play halt nochmal beginnen müsste, weil wir zum Beispiel überrannt werden oder ähnliches, dann würde ich natürlich dann auch etwas an ein paar Sachen ändern, sodass ich dann nicht mehr jeden Schritt natürlich erklären müsste. Aber ich hoffe, das passiert erstmal. So, Room. Nehmen Dining Room. Und machen den zu Great Hall. Das hat verschiedene Effekte. Zum einen, dass jeder Gegenstand, der hier drinnen steht, später den doppelten Wert hat zu dem, was er normalerweise hätte. Außerdem, in der Great Hall sammeln sich alle die Zwerge, die gerade nichts zu tun haben. Ja, wir sehen also, wie viel viele Gnome tatsächlich beschäftigt sind und wie viele halt gerade irgendwie rumeideln. So, also gerade eigentlich nur faul auf der Haut liegen und ja, auf Kosten der anderen einfach nur am Futtern sind, sozusagen. So. Ja, Moment, wieso ist denn der Strawberry Farm, wieso wird da noch nicht gearbeitet? Wieso zum Geier wird an der Strawberry Farm nicht gearbeitet? Wir haben Strawberry Seeds. Was zum Geier erledigen die Farmer gerade? Also gut, der eine hat bis eben gepennt. Das war Nap. Moment, die gucken wir uns nochmal an. Wo ist Nap jetzt? Und die Nahrung? Ernsthaft? Hä, was holt ihr denn da? Der hat doch nichts in der Hand. Der holt einen Cottonseed. Ernsthaft? Wollt ihr mich... Oh. Ein Cottonseed. Einen einzelnen Cottonseed. Ach so, um das hier erstmal. Ja gut, das war auch tatsächlich eigentlich das Wichtige. Ja, ey, Jungs, ihr wart voll richtig. Alles in Ordnung. Super. Ich bin stolz auf euch. Ja, also Cotton war tatsächlich erstmal wichtiger als Strawberries, weil wie gesagt, wir haben hier eigentlich noch genug, was wir halt abernten können. Dementsprechend ist jetzt Strawberry tatsächlich. Ich werde das sogar mal suspenden erstmal. Aber später wird es dann halt nochmal. Aber erstmal können wir halt notfalls hier dann die Sachen halt abernten. Und apropos, das sollten wir sicherheitshalber gucken. Ja, hier ist noch ordentlich an Orangenbäumen. Hier ist noch
Hier ist noch Orangenbäume. Ja, also hier ist noch Apfel. Also notfalls können wir damit uns ganz gut über Wasser halten. Natürlich immer ungünstig, weil die Wege halt so weit sind. Aber das ist gleich eine der ersten Sachen, die wir gleich bauen werden. Da warte ich jetzt gar nicht so lange. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Und zwar einen Wheelbarrow. Ein Wheelbarrow ist, ja, eine Schubkarre. Das ist tatsächlich einfach eine Schubkarre. Und in der können sie halt mehrere Sachen auf einmal transportieren. Das heißt, zum Beispiel bisher wurde ja immer nur ein Lock geholt. Also ein Holzstamm, ein größeres Objekt halt immer. Damit können immer mehrere auf einmal geholt werden. Und, naja, also Früchte können damit mehrere geholt werden. Leider keine Seeds. Dafür brauchen wir einen Beutel. So ganz kurz, ich muss noch was trinken. Wow, da trocknet einem ganz schön die Zunge aus. So, dann machen wir mal weiter. Anders sein, darauf kommen wir später zu sprechen. So, das heißt, das ist jetzt ein Auftrag, der jetzt ausgegangen ist. Aus irgendeinem Grund sind auch echt wenig Holzflöcke im Moment verfügbar. Weiß jetzt nicht warum. Naja, mal gucken. So, was ist noch wichtig, was wir bauen wollen? Wir bauen erstmal den hier. Der wird jetzt auch aus dem Suspend rausgenommen. Oh, für den haben wir auch schon genug Sachen, sehe ich gerade. Bis auf den Chisel. Den Chisel, den können wir nicht herstellen, schade. Ja, der Woodcutter, der Stonecutter macht tatsächlich nichts anderes als Stone zu cutten, wie der Name schon sagt. Auch dem geben wir jetzt mal gleich den Auftrag. Er soll uns mal, na, sagen wir mal, 10 Stone Blocks herstellen. Die können wir dann nämlich gleich gebrauchen. Der übernimmt dann nämlich ein paar Arbeit für uns, die ich mit Holz einfach nicht machen will. Der Punkt ist, mit Stein können wir uns später quasi totschmeißen. Weil desto tiefer wir kommen, na, das sieht man hier schon, desto tiefer wir kommen, desto mehr Stein haben wir. Das heißt, später haben wir viel Stein. Ah, guck mal, unser Farmer war unbeschäftigt und hat sich equipped. Sag mal, hatten wir kein Schild? Willst du mich auf den Arm nehmen? Gab's wirklich kein... Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wo waren die? Da. Ich hätte schwören können. Moment. Wir gucken ins Docks rein. Items. Wir gucken mal in Armor rein. Da haben wir ein Helmet und ein Breastplate. Und wir gucken mal in Weapons rein. Ne, nur eine Handaxe. Okay, das ist ja ungünstig. Okay, weil... Schilde erhöhen halt drastisch die Überlebenschancen. Und genau deswegen geben wir ihnen auch noch welche. Und zwar, was wir ihnen geben werden, ist ein Wooden Shield. Zack, da werden wir mal 2 machen. Hab ja schon angekündigt, ich will 2 Leute dafür haben. So, dann gehen wir auch mal ins Military und wir erzeugen eine neue Uniform. Ja. Diese neue Uniform trägt jede Art von Helm, jede Art von Breastplate, jede Art von Pantalon, jede Art von das, jede Art von das, jede Art von das und ein Wooden Shield. So, das machen wir zum einen. Das ist Uniform Rekrut. Der nimmt halt alles, was er kriegt. Ja? Dann machen wir noch einen neuen. Den nennen wir Woodcutter. Der nimmt sich auch Annie und ein Wooden Shield. Ja. Und in seiner Hand nimmt er aber eine Felling Axe. Damit stelle ich sicher, dass wenn ich jetzt einen Woodcutter habe, der diese Position besitzt, die diese Waffe, diese Rüstung trägt, der auf jeden Fall die Felling Axe in der Hand hat. Auch wenn er sie als Waffe mit sich rumschleppt, ist sichergestellt, hey, er benutzt sie als Waffe. Und benutzt sie aber auch zum Arbeiten, weil er hat sie in der Hand. Das ist nicht so das Problem. So, jetzt müssen wir 2 neue Positions erzeugen. Die eine Position ist der Rekrut. Und die andere Position ist der Woodcutter. Der Rekrut trägt jetzt auch die Rüstung. Rekrut. Und der Woodcutter trägt die Rüstung Woodcutter. So, das können wir, jetzt haben wir die Formation, die Basic Formation.
So. Da erzeugen wir jetzt keine neu. Wir werden einfach nur zwei Positionen neu erschaffen. Nämlich einmal den Rekrut. Davon machen wir einfach mehrere. Und den Woodcutter. Jetzt gehen wir wieder auf Squads. Jetzt sehen wir hier, hey, das hat sich hier vom Namen her geändert. Der Basic Soldier ist der hier oben. Die anderen können wir jetzt sagen, hey, ich wollte einen der Bilder dafür nehmen. Irgendeiner der besondere. Ach, der hätte zum Beispiel Sword hohe Werte. Den nehmen wir mal. Und den Woodcutter, bei dem ist es relativ egal, was er. Naja, gut, seine Axtwerte wären halt gut, weil er hat zumindest eine Axt in der Hand. Bin ich jetzt gerade blind? Ah, hier. Sind beide wenigstens bei. So. Jetzt werden die sich halt mit allem equippen, was sie halt so finden. Was aber vor allem erstmal bedeutet, sie werden sich die Holzschilde schnappen. Und die erhöhen ihre Überlebenschancen ganz ungemein. Vor allem, da wir ja in der Basic Formation auch noch den Shield Wall haben, der nochmal die Blockrate für jedes Member in der Squad mit Schilden erhöht. Wir haben auch nochmal Möglichkeiten, den einzelnen Soldiern, also den Positions, nochmal Perks zu geben. Ist jetzt nicht so interessant. Ich nehme mal Aim. Ah ne, das war nur für Fernschüsse. Also Highlander, ja, er muss, glaube ich, wenn er mit zwei Händen kämpft, hat er halt eine hohe Chance, den Gegner gleich zu enthaupten. Auch krass. Wenn ihm schon die Rüstung runtergeprügelt wurde. Francie, Two-Handed Melee Damage, also wenn er mit einer Zweierhandwaffe kämpft. Francie ist, wenn er mit zwei Waffen kämpft. Way of the Gnome, wenn er mit nichts hat, wenn er einfach Nulpe ist, ja, dann Scout increases speed and vision range with Torch. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ich schätze mal, kann ich den Torch in die Hand drücken? Irgendwie sowas. Blockchance und Rate. Ja, das klingt gut. Ja, das heißt, die haben eine etwas bessere Überlebenschance. Das finde ich schon mal ganz gut. Also werden die alle zu Guards. So, sehr schön. Ansonsten können wir ihnen noch Aufgaben geben wie Maintain Distance. Das ist natürlich für unsere Nahkämpfer jetzt völlig unsinnig. Aber das ist halt super, wenn ich Fernkämpfer halt habe. Die bleiben dann einfach schön im Abstand stehen, versuchen dann immer wieder wegzugehen und schießen halt immer wieder drauf. Retreat if bleeding. Ja, wenn die halt verletzt werden, dann können die anfangen zu bluten. Wenn die bluten, können sie halt durchaus gar nicht langsam verbluten. Wenn das passiert, ist halt Kacke. Stattdessen ist es halt manchmal ganz günstig, wenn die zurücklaufen und ja, ihre Blutung halt erstmal stoppen und dann den Kampf fortsetzen. Retreat to equip Uniform. Das heißt halt, wenn zum Beispiel ihnen die Uniform im Kampf so zerprügelt wird, dass sie kaputt geht, dann können sie zurückrennen und sich eine neue Uniform zusammenstellen. Retreat to refill Ammo ist halt auch wieder für Fernkämpfer, wenn sie keine Munition mehr dabei haben, dann können sie halt zurückgehen, um Munition nachzufüllen. Wenn man das halt nicht anklickt, dann tun die das erst, wenn der Kampf an sich wirklich vorbei ist. Das heißt, wenn die Gegner nicht mehr da sind, beziehungsweise vollständig außer Reichweite sind oder ähnliches, und gehen erst dann halt ihre Ammo nachfüllen. Das kann halt ungünstig sein, wenn sie halt dann meinen, auf einmal in Nahkampf zu müssen, weil sie keine Ammo mehr haben, die nicht erlaubt hast, zurückzugehen. Das heißt, wer eine Ammo braucht, sollte das auf jeden Fall angeklickt haben. Das ist Squad Leader, ja, der Squad Leader ist halt in der Formation hier der Leader und dem dann halt zu Hilfe eilt und zwar. Naja, nicht weiter überraschend. Da müssen wir dann einfach noch später gucken. Ein paar Taktiken dazu habe ich schon, aber da fehlt halt noch ein bisschen was. So. Wie viel Straw haben wir noch? Wir haben noch 4. Jetzt fängt das nämlich schon langsam an, kritisch zu werden. Und ich würde dementsprechend auch ganz gerne schon mal ein Strohbett abbauen. Es ist zwar schöner, wenn wir für alle 9 ein Strohbett haben, aber gleichzeitig, dass alle 9 schlafen, ist zum Glück auch relativ selten. So, was wir machen ist, wir gehen hier auf Deconstruct und bauen das Ding wieder ab. Bei diesen einfachen Strohbetten bedeutet es tatsächlich, dass die einfach wieder in 2 Stücken Stroh zerlegt werden und wirklich wieder einfach zum Futter gemacht werden können. Dementsprechend sind am Anfang diese Strohbetten
Gold wert. Na dann, alles Gute bis zur nächsten Folge. Ihr kennt das schon, eine sonnige Verabschiedung und tschüss.